Wir haben dieses Ausgleichen, dieses Abwägen sozusagen sehr gerne immer in unserem Bild drinnen beim Ausgleichen. Da meinen wir meistens damit, uns ausgleichen in Bezug zum Außen. Und das dürfen wir mal wirklich beiseite stellen. Wir machen im Grunde viel zu viel abhängig vom Außen. Wie das Außen ist, was uns das Außen anbietet, und darauf möchten wir nun reagieren. Das ist nicht unbedingt der Ausgleich, der uns gut tut. Denn wenn du einmal überlegst, angenommen, das Außen ist wirklich sehr intensiv, vielleicht ist wahnsinnig viel los und wir sind durch vielleicht auch Themen unter Druck gesetzt, passiert schnell. Wenn das jetzt sehr, sehr viel ist, was würde passieren, wenn wir vom Verhältnis davon ausgehen? Eine Waage macht immer Folgendes, dass wenn etwas ganz, ganz viel ist, versucht es hier auszubalancieren. Das heißt, was wir fast immer tun ist, da ist es massiv viel, ist versuchen wir bei uns extrem herunterzufahren. Du kannst Fußmuskeln so aktivieren, dass du sie wegziehst vom Boden. Das ist so ein Zusammenziehen, wie eine kleine Kralle. Wir glauben zwar, das machen wir nicht oft, aber ich kann dir garantieren, das machen wir unzählige Male an einem einzigen Tag. Das machen wir immer dann, wenn wir das Gefühl haben, mental oder emotional, ich will den Boden gar nicht berühren. Oder wir machen es unbewusst, weil wir zu sehr im Denken sind, zu sehr im Planen, nur im Entwickeln hier oben. Dann ziehen wir ganz oft Füße weg. Oder es werden Füße so leicht vom Gefühl her, als würden sie schweben über dem Boden. Spür jetzt bitte mal nach, ob deine Füße wirklich hinunter den Boden kontaktieren. Das darf ein Gefühl sein, als würden Füße den Boden sogar noch ein bisschen tiefer hinunterbringen wollen. Das heißt, nicht nur einfach draufstellen, aha, ich bin auf dem Boden, sondern spür mal nach. Und das mag jetzt wie ein Kinderspiel sogar sein. Aber spür bitte mal nach, das ist das, was Füße brauchen. Welches Material spürst du unter deinen Füßen? So bitte beweg entsprechend deine Fersen, deine Fußgelenke. Beweg die Knöchel sozusagen, Innenknöchel, Außenknöchel. Richtig ein bisschen spielen, durchkneten lassen und spür, wie die Zehen unterschiedlich richtig am Boden zeichnen dadurch. Das ist wie eine Zeichnung. Hättest du Farbe dran, wird da wirklich unter deinen Füßen eine Zeichnung entstehen. Und das schau dir in Gedanken an. Du kannst gerne einmal das Vergleich auch probieren, während die Füße noch bewegt werden. Schau mal, wie das wäre oder ist, wenn du ganz fest dein Kiefer zusammenbeißt. Dann wirst du merken, da ist fast eine Unterbrechung, wie eine innere Körperunterbrechung zwischen Füßen und Kiefer. Gib das frei. Lass einfach dein Kiefer Kiefer sein und beweg die Füße. Dieser innere Nackenraum, der ist aus einem besonderen Grund besonders wichtig, so wie die Füße auf einer anderen Ebene, zu diesem Thema des Ankommens. Überlege mal, wo dieser Raum liegt. Dieser Raum liegt genau am Übergang zwischen Kopf und Körper. Das heißt, wo der Kopf tatsächlich eine Einheit bildet zum Körper. Rein physiologisch gesehen, also das heißt, wenn der Körper in seinen Verbindungen funktioniert, nicht jetzt anatomisch, dass wir wissen, wo was genau sitzt und wie das in sich mechanisch ist, sondern wie sich diese Körperteile alle miteinander ergänzen, diese Physiologie, da wird davon gesprochen, dass der Kopf über hinten, über den Nacken mit dem Körper verbunden ist. Vorne, das Gesicht ist tatsächlich Kopfbereich. Ein großer Teil zumindest davon. Wir unterscheiden im Prinzip, wir reden ja auch davon, es gibt Kopf und Körper. Interessanterweise auch im Sprechen verbinden wir ja oft den Kopf nicht mit dem Körper. Und so ist es eben ein Teil des Gesichts, wo wir tatsächlich sagen, das ist dieser Kopfbereich, aber so vom Scheitel über rückwärts, Nacken, ist die Verbindung zum Körper. Jetzt ist es aber für uns unabhängig davon immer so, dass wir sozusagen denken und spüren auch ja gerne trennen. Und die Trennstelle, die liegt hier, an dieser oberen Nackenkante sozusagen. Wir trennen hier tatsächlich zwei ganz wichtige Bereiche
unserer Persönlichkeit. Denn es geht jetzt genau darum, dass du beide Themen wirklich im Alltag mit einbindest. Immer dieses Spüren der Füße, welchen Abdruck hinterlassen sie, möglichst immer bei dir zu haben, diesen schwebenden Nackenraum. Erstens, es wird ganz vieles an Reaktionen bringen. Dieser schwebende Nackenraum lässt dich völlig anders auch sprechen. Eine andere Kommunikation entsteht. Und ich kann dir wirklich garantieren, wende beides an und du wirst klarer denken. Du wirst mehr, und das ist das Wichtigste, spüren, in welche Themen möchte ich denn wirklich hinein. Es geht nicht nur darum, dass wir irgendetwas leben. Manche Themen natürlich, aber ein wichtiger Part in deinem Leben sollte wirklich Erfüllung sein dürfen. Und da helfen diese zwei Bereiche immens zusammen. Probier es bitte einmal aus. Setz dich immer wieder einmal zu Hause oder auch in Pausen während deines Tages hin und mach anfangs nur eines davon, entweder diese Füße oder diesen Nacken. Und dann, wenn du es ein bisschen schon gewöhnt bist, verbinde beide. Denn beide ergänzen sich unwahrscheinlich.